willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar, wie ihr schon im Titel lesen könnt, habe ich heute ein Hashtag AskMimi-Video für euch. Und so habe ich euch ja in den letzten Videos gebeten, mir eure Fragen zu stellen. Und die werde ich euch jetzt gleich mal beantworten. Aber zuallererst möchte ich natürlich sagen, frohe Ostern euch allen da draußen. Und ja, wir haben Sonntag und nicht Freitag. Und das hat einen Grund, den möchte ich euch aber jetzt auch gleich ganz am Anfang einfach nennen. Und zwar habe ich andere Sendezeiten bzw. Videotage mir ausgesucht. Da ich ja sehr flexibel bin in dem, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, den Donnerstag und den Sonntag als meine Videotage herauszunehmen. Jedoch gibt es da auch noch ein zweites Problem. Und zwar bin ich derzeit ziemlich im Matura-Stress bzw. muss einfach sehr viel lernen, ausarbeiten und. Deswegen kann ich euch einfach nicht mehr versprechen, dass jede Woche zwei Videos kommen. Wenn ich mehr Zeit habe, kommen natürlich zwei Videos und wenn nicht, kommt aber auf jeden Fall ein Video. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht böse und wir fangen jetzt mal an mit dem Video. So, ich werde jetzt einfach mal mit den Fragen von der Plattform ask.fm anfangen. Und da lautet die erste Frage, wie zufrieden bist du mit dir? Was magst du an dir persönlich nicht? Ich bin eigentlich, also was mein Äußeres betrifft, ziemlich zufrieden mit mir. Natürlich, ich habe genauso meine Problemzonen, deswegen mache ich auch meinen Sport und so. Und was ich an mir persönlich nicht mag, ich finde, ich habe viel zu dünne Arme für meinen Kopf. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber ich finde, die sind viel zu dünn und dadurch wirklich immer wie so eine Magersüchtige oder, also die gefallen mir nicht. Die sind einfach zu dünn und das passt nicht zu meinem Körper irgendwie. Also das ist das Einzige, was mir nicht gefällt, dass meine Arme zu dünn sind. Die nächste Frage lautet, ob ich mehr Backvideos machen kann. Und falls ihr mir auf Snapchat folgt, verlinke ich euch mal hier, wisst ihr vielleicht, dass meine Küche derzeit unsere Küche derzeit im Umbau war, aber jetzt schon pipifein und wieder vollkommen da ist und wunderschön. Und da habe ich jetzt auch richtig Lust, euch mehr Kochvideos zu zeigen, beziehungsweise habe ich da schon so eine kleine Idee im Hinterkopf. Und deswegen kommt vielleicht bald nicht unbedingt ein Backvideo, aber ein Essensvideo, würde ich sagen. Die nächste Frage lautet, wie lange hast du vor, YouTube-Videos zu machen? Und ich habe jetzt nicht vor, aufzuhören damit, deswegen kann ich diese Frage nicht beantworten, denn ich liebe das einfach, vor der Kamera sitzen und euch Dinge zu erzählen, zu zeigen oder was auch immer. Deswegen gibt es da derzeit noch kein Ende in Sicht. Und die letzte Frage von ask.fm lautet, ob ich vorhabe, Fancalls zu machen. Und zu dem ganzen Thema Fancalls stehe ich jetzt eigentlich gar nicht so negativ gegenüber, aber ich finde, dafür sind wir einfach noch ein paar zu wenige auf meinem Kanal, dass ich das jetzt wirklich für ein Video, glaube ich, auszahlen würde. So, und jetzt beantworte ich dann mal eure Fragen von YouTube. Und zwar fragte die Sedita97, wie kamst du auf die Idee, mit YouTube anzufangen? Und was sagt dein Freund und deine Familie dazu, dass du YouTuberin bist? Und wie ich damit angefangen habe, also mich hat das einfach schon so lange interessiert. Also ich schaue Videos seit 5, 6 Jahren, glaube ich. Also das ist echt ganz schlimm. Da habe ich damals mein iPad bekommen und bin dann voll süchtig geworden, einfach nach YouTube-Videos. Und letzten Sommer habe ich mich dann einfach mal dazu überwunden, beziehungsweise eben im September, dass ich meinen eigenen YouTube-Kanal mache, weil mich das eben, wie gesagt, schon so lange interessiert hat. Und was meine Freunde und Familie dazu sagen, also mein Freund, ihr wisst ja, ist er hin und wieder in einem Video dabei, von dem her findet er das ganz schön cool. Und meine Familie unterstützt mich da auch ganz brav. So, und die Rosi Fanati Catinator hat die Frage, warum ich mit YouTube angefangen habe, auch gestellt und seit wann ich denn Model. Und da kann ich jetzt nicht wirklich so ein genaues Datum nennen, aber irgendwann letztes Jahr im Frühjahr hat das so begonnen, da wurde ich halt eben entdeckt. Also von meiner Agenturchefin, Leiterin, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll. Sie hat mich auf jeden Fall beim Trainieren im Fit-In in Wiener Neustadt entdeckt und ja, es hat dann einfach so ein bisschen seinen Lauf genommen, jetzt auch so wieder ein bisschen abgenommen, weil ich mich auch eben viel mehr auf YouTube und die Schule konzentrieren möchte. Die nächste Frage kommt von Swag of Directioners X und zwar lautet sie, wo siehst du dich in ein paar Jahren bzw. was hast du für Ziele? Und ja, eben wie schon gesagt, ich muss jetzt ganz schön anfangen, was die Schule angeht. Und möchte auf jeden Fall die Matura erstmal schaffen. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der ultimativst in die Zukunft blickt. Das mag ich auch überhaupt nicht. Ich weiß ja nicht einmal, was ich morgen
zum Mittagessen werde. Deswegen lasse ich es da immer ganz schön langsam angehen und lasse mich eigentlich eher vom Leben überraschen, denn ich liebe das einfach. Ja, also ich kann jetzt keine genauen Zukunftsvorausblicke oder wie man das nennen mag, sagen. Aber ich möchte auf jeden Fall glücklich sein. Ja, also ich finde, das ist so ein wichtigstes Ziel in meinem ganzen Leben. Also ich bin derzeit auch glücklich und ich möchte das auch weiterhin einfach sein. Dann habe ich noch ein paar Fragen von euch auf Instagram bekommen. Und zwar hat hier die Lieschen171 gefragt, wie groß bist du und wie viel wiegst du? Ich bin 1,71 Meter groß und wiege so 55 Kilogramm, ja. 1,55. Nein, ich wiege 55 Kilogramm. Die Malangrion fragt, treibst du Sport? Falls ja, welchen? Wie oft und wie lange und wie alt bist du? Ja, ich treibe Sport, also nur diese Homeworkouts, wo ich eh schon mal ein Video dazu gemacht habe. Und wie lange? Ich habe jetzt sowas ganz Neues für mich entdeckt. Also ich habe da ganz viele neue Übungen für mich zusammengesucht, die ich derzeit einfach mache. Und das ist so ein 20 bis 25-minütiges Workout, was ich dann jeden Abend mache. Also wirklich jeden Abend. Und wie alt ich bin? Also ich wurde am 1. Juni 1995 geboren und werde somit heuer 20 Jahre alt. Dann hat die liebe Suveta Parameswaran, ich weiß nicht, ob man das richtig ausspricht, Suveta Parameswaran, tut mir leid, falls ich den Namen ausspricht, du warst so süß und hast so viele Fragen gestellt. Die will ich jetzt einfach mal durchgehen. Und zwar, wo ich wohne. Ich wohne im Burgenland, also in Österreich, im Burgenland und zwar in der Umgebung von Eisenstadt. Aus welchem Land ich komme? Wie gesagt, Österreich. Kommst du mal in die Schweiz? Also derzeit ergibt sich das, glaube ich, jetzt so nicht. Falls ich einmal auf Urlaub fahren sollte, komme ich natürlich gerne mal in die Schweiz. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen Hund und zwar einen Beagle, den habt ihr eh schon des Öfteren hier irgendwo mal dumlaufen gesehen oder was auch immer. Und zwar ist es die Chelsea und sie ist, glaube ich, 6 Jahre alt. Was ist dein Lieblingsessen? Also ich liebe derzeit viele gesunde Sachen, was sehr komisch ist für mich, und sowieso ganz viele ungesunde Sachen. Aber derzeit esse ich einfach so gern griechisches Joghurt mit Früchten oder mache mir so einen grünen Smoothie. Aber so ein Burger geht auch immer, also wirklich immer. So meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte die ein oder andere Frage zu meiner Person für euch beantworten. Falls ihr jedoch noch mehr habt, immer nur her damit. Ihr könnt mir entweder auf Snapchat, auf Instagram, auf Twitter, auf ars.fm, auf Facebook oder wo auch immer schreiben. Also ich bin da überall vertreten. Und ja, ansonsten, wie gesagt, war es eben mit dem Video und wir sehen sich eventuell am Donnerstag wieder. Wenn nicht, dann erst wieder am Sonntag. Ich hoffe, ihr versteht das, wie vorher schon erwähnt. Und ja, ich wünsche euch noch ganz schöne Ferien und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und habe mir doch die ein oder andere Verletzung zugezogen. Ich glaube, das Schlimmste war, als ich hinterhergeschliffen worden bin von zwei männlichen Golden Retrievern, zwei ausgewachsenen Golden Retrievern.